Hallo, heute stelle ich euch die Laura Star Dampfbügelstation Lift Extra vor. So sieht die Dampfbügelstation aus, wenn man sie aus dem Karton auspackt. Wie sieht es nun in der Praxis aus mit der Laura Star Dampfbügelstation? Ich habe jetzt ungefähr 26 Hemden damit gebügelt und ich muss zugeben, ich bin nicht so top begeistert. Teilweise sind die Hemden eben noch zerknittert. Das kenne ich von anderen Dampfbügelstationen nicht. Aber auch hier ist eben der Grund, man kann hier keine extra Programme einstellen. Es ist nur eine klassische Dampfbügelstation ohne weitere Einstellungsmöglichkeiten. Man hat hier als einzigste Möglichkeit noch eben den Dampf einzustellen. Entweder eben links, rechts diese Schalter oder hier unten gibt es noch einen Schalter. Aber ansonsten hat man hier weiter keine Einstellungsmöglichkeiten. Auch wird eben mit der Zeit mein Handgelenk müde. Und es strengt einfach an, diesen Griff so zu halten, weil die Form erinnert stark an ein altertümliches Bügeleisen aus der Jahrhundertwende, wie man auch hier sieht. Und was eben auch auffällt, die Dampfausstoßfläche ist ja relativ klein. Also da kenne ich andere Dampfbügeleisen, da kommt deutlich auch mehr Dampf raus. Wie gesagt, alles eben sehr anstrengend und das Ergebnis ist nicht zufriedenstellend für meinen Geschmack. Auch ist am Anfang die Dampfbügelstation sehr laut. Zum Glück lässt das aber auch nach. Es steht aber auch was Entsprechendes dazu in der Bedienungsanleitung. Der Wasserverbrauch ist positiv gering. Ich musste bei 26 Hemden nur zweimal nachfüllen. Aber wie gesagt, es bietet mir für den Preis einfach keine Besonderheiten, die man von anderen viel günstigeren Dampfbügelstationen kennt. Und eben das Ergebnis ist auch nicht so perfekt. Was eben auch noch auffällt, man hat im Vergleich zu anderen Dampfbügelstationen hier keine richtige Abstellfläche. Man braucht immer diese mitgelieferte Abstellmatte, um das Bügeleisen abzustellen. Bei anderen Bügeleisen stellt man das einfach so hochkant auf und es ist steht. Hier muss man immer das hier auf die Matte stellen. Ist mit der Zeit eben auch anstrengend. Wie gesagt, also es gibt deutliches Verbesserungspotenzial. Das ist eben auch hier schon, wie man sieht, die Bedienungsknöpfe. Die müssen einfach entweder näher direkt hier am Griff sein, aber nicht so weit weg. Es ist einfach anstrengend.
besonders bei dickeren Stoffen, wie zum Beispiel bei einem Jeanshemd oder auch wie hier bei diesem dicken Baumwollhemd, bleiben eben Falten zurück. Man kann versuchen, was man will, man sieht deutlich immer nach dem Bügel noch die Falten. Also da braucht man besonders viel Kraft. Schauen wir uns die Laura Star nochmal an. Hier haben wir den Wassertank. Hier innen drin ist der Kalkfilter. Um den Wassertank herauszunehmen, muss man den Deckel nach oben halten und dann herausziehen. Das gleiche gilt fürs Wiedereinsetzen. Deckel nach oben und damit erst so reinsetzen und dann Deckel schließen. Hier ist der Ein- und Ausschalter. Das ist das Signal, wenn zu wenig Wasser ist. Hier haben wir das Zeichen für den Kalkfilter. Tragegriff. Was auch auffällt, der Schlauch wird sehr heiß. Sollte man Abstand nehmen. Hier haben wir die Aufbewahrungsstation für das Bügeleisen und das Abstellbrett. Das hier ist das Ventil, um das Wasser schnell herauszulassen. Hier wird das Kabel aufgespult. Hier sehen wir das Bügeleisen nochmal. Generell gibt es an der Verarbeitung gar nichts zu meckern, die ist gut, aber eben unpraktisch und soll ja nochmal überdacht werden. Hier eben das Bügeleisen selber ist eben schwer und die Knöpfe zur Bedienung sind eben ungünstig angebracht. Und nun mein Fazit zur Laura Star Dampfbügelstation. Sie bietet mir einfach für den Preis zu wenig. Sie erfüllt zwar ihren Zweck, aber ich brauche mehr Kraft beim Bügeln teilweise. Die Hemden sind auch nicht perfekt knitterfrei teilweise gebügelt, aufgrund der unterschiedlichen Stoffe. Deshalb kann ich dieser Dampfbügelstation nur 3 Sterne geben. Es gibt einfach für den Preis, oder ich muss eigentlich so sagen, also für 150 bis 300 Euro gibt es einfach viel bessere Dampfbügelstationen, die einfach mehr können und besser sind. Hier bei dem Preis müsste man ja meinen, die Dampfbügelstation müsste von selber bügeln. Aber das tut sie nicht und das Ergebnis ist für mich auch nicht so perfekt und zufriedenstellend. Deshalb gibt es von mir 3 Sterne.